ich nenne diesen Teil Mein Weg der weißen Wolken. Peter Merrick hat uns bei einer der letzten Assemblies sehr anschaulich geschildert, was in seinem Kopf vorgehen kann, wenn er versucht zu meditieren. Und dass er stolz darauf war, nach 20 Jahren täglich 20-minütiger Meditation mal 5 Minuten ohne einen Gedanken erleben zu können. Das klingt nicht gerade wie eine große Leistung. Aber ich konnte das gut nachempfinden. Denn ich beschäftige mich selber seit nunmehr fast 40 Jahren mit Meditation. Als Lehrling hatte ich ein paar Erfahrungen mit Haschisch gemacht, die mich aber nicht sonderlich beeindruckten. Das änderte sich schlagartig, als ich LSD probierte. Ich wollte dann herausfinden, ob sich ähnliche Erfahrungen nicht auch ohne Drogen machen lassen. Auf der Suche las ich Hermann Hesses Siddhartha und fand mich kurz darauf von Lama Anagarika Govindas Weg der weißen Wolken fasziniert, wo es um tibetischen Buddhismus und Meditation ging. Nun wollte ich aus erster Hand etwas über Meditation erfahren und stolperte über eine Anzeige im City Magazine, wo eine Einführung angeboten wurde. Die verstärkte mein Interesse derart, dass ich mir eine Meditationsschema baute, denn der Lotussitz war für mich keine Option. Nach anfänglicher Begeisterung führten die fehlenden Fortschritte aber zu einer Ernüchterung und nachlassendem Interesse. Das änderte sich erst, als ich in die USA gezogen war, wo ich an einer Freikirche wieder an die Meditation herangeführt wurde. Ich besuchte einen Retreat in den Rocky Mountains, wo ich neben der Meditation eine Woche lang gefastet habe. Auch eine spannende Erfahrung. Auf einem späteren Vipassana-Retreat in Florida wurde ich an die Metta-Meditation herangeführt, in der das Empfinden liebevoller Güte geübt werden kann. Zu erfahren, dass Gefühle bewusst erzeugt werden können, ist sehr befreiend. Direkt umsetzen konnte ich das Gelernte in meiner bisher einzigen depressiven Phase, als ich meine amerikanische Frau von mir scheiden ließ. Obwohl mir nicht danach war, setzte ich nach dem Motto Fake it until you make it, also tu so, als wenn du es schon geschafft hast, ein Lächeln auf, ganz bewusst, was mir half, meine Niedergeschlagenheit innerhalb kürzester Zeit zu überwinden. Zurück in Deutschland intensivierte ich meine Bemühungen und lernte zunächst die dynamische Meditation am Osho kennen. Da mich das nicht befriedigte, suchte ich weiter und probierte Zen-Meditation, wo tatsächlich jemand mit einem Stock darüber wachte, dass man nicht einschläft, wenn man auf eine Rauchfasertapete starrt. Charmanter fand ich das schon die Vipassana-Meditation, die ich in einer Berliner Kirche kennenlernte. Kurz danach fand ich mich auf einem einwöchigen Vipassana-Retreat, wo mir die Lehren des Goenka auf dem Weg zu einer größeren Achtsamkeit sehr halfen. Ich war aber nicht bereit, mich einem bestimmten Lehrer anzuschließen, weil mich die devote Haltung und Strenge vieler Schüler abschließt. In der Folge hatte ich mit Thich Nhat Hanh, Ilse Mittendorf und Williges Jäger als Mentoren studiert, aber ohne nennenswerte Fortschritte zu machen. Größeren Einfluss hatte dann die aufgeklärte Lehre von Tony Packer auf mich, die mich zu mehreren Schweigeretreats ins Haus der Stille in Roseburg führte, wo täglich bis 6 Stunden meditiert wird und der Rest der Zeit Schweigen übt. Eine ganze Woche. Erst am letzten Tag darf man widersprechen. Dann folgte eine 8-wöchige Einführung in die ideologiefreie Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz auf MBSR genannt, nach dem amerikanischen Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn, die mir aber methodisch nicht viel Neues brachte. Ich wurde weiterhin ähnlich wie Peter von zwanghaften Denken geplagt. Ein Gedanke tauchte auf und ich antwortete im Geist. Wenn ich das laut gemacht hätte, hätte man mich für verrückt gehalten, aber so merkte das keiner. Psychologen haben herausgefunden, dass ca. 75% unserer Gedanken Wiederholung sind. Das traf auch auf mich zu. Erst als ich begriff, dass die Achtsamkeit so umfassend sein muss, dass kein Raum mehr für Denken übrig bleibt, begann ich, Fortschritte zu machen. Die entscheidende Schwelle war erreicht. Vipassana hatte mich gelehrt, auf den Atem und Gefühle in meinem Körper zu achten. Aber das reichte noch nicht dazu aus, Ruhe in mein Oberstübchen zu bringen.
Auch das Zählen der Atemzüge brachte mich nicht wirklich weiter, weil es in kürzester Zeit zu einem Automatismus wurde, der wieder Spielraum für andere Gedanken ließ. Das änderte sich erst, als ich auf die Idee kam, nicht nur nicht über 10 hinaus zu zählen, weil es bei 10 bis nach 10 dann besondere Aufmerksamkeit braucht, wieder bei 1 anzufangen, sondern die gleiche Achtsamkeit bei jeder Zahl erforderlich zu machen. Das erreichte ich, indem ich die Zahlen 1 bis 10 in zufälliger Reihenfolge gedanklich aufsagte. Also zum Beispiel 4, 9, 7, 2 und so weiter. Die Reihenfolge entsteht dabei potenziell jedes Mal aufs Neue. Dabei gab ich mir aber die Freiheit, nicht immer perfekt zu sein, was den Kontrolleur in meinem Geist entmachtete. Diese Denksportaufgabe war tatsächlich in der Lage, mich an das Nichtdenken zu gewöhnen. Die Belohnung. Jetzt ging es mit der Erfahrung wie beim Schwimmen. Einmal gelernt habe ich es nicht wieder verlernt, sondern kann es jederzeit abrufen. Die Rückkehr in die Welt bedeutete, dass ich mich jetzt nicht mehr irgendwo hinsetzen muss, sondern auch im Zug, beim Joggen, bei einer Massage oder vor dem Einschlafen praktizieren kann, ohne dabei noch zählen zu müssen. Hilfreich ist es auch, zunächst einfach zu beobachten, welche Gedanken von alleine erscheinen, ohne mich damit zu verstricken. Nach einer Weile fällt es dann leichter, nicht denken zu müssen. Sollte dabei ausnahmsweise mal eine gute Idee auftauchen, erlaube ich mir, sie aufzuschreiben, um mich nicht in Gedanken daran klammern zu müssen, aus Angst, sie würde verloren gehen. Es muss auch nicht still um mich herum sein. Die Umstände so zu akzeptieren, wie sie sind, ist zusätzlich eine gute Übung im Gleichmut. Meditation, wie ich sie nun praktiziere, hat für mich nichts Übersinnliches und auch nichts Spirituelles, sondern ist zu einer psychohygienischen Reinigungstechnik geworden, die ich immer dann anwende, wenn ich meinem Geist etwas Gutes tun möchte. Erfahrungen wie mit LSD habe ich beim Meditieren bisher nicht gemacht und finde ich auch nicht mehr erstrebenswert. Wegen seiner positiven Effekte auf meine Geisteshalte kann ich Meditation dennoch sehr empfehlen. Wir können das jetzt gleich mal ausprobieren zusammen. Dazu lade ich euch zu 2 Minuten Stille ein. Stille, in denen ihr im Kopf tun könnt, was ihr wollt. Ich möchte euch aber motivieren, zu versuchen, nicht über irgendetwas nachzudenken, sondern nicht zu denken. Ihr werdet sehen, das ist nicht einfach, weil unser Gehirn trainiert ist, zu assoziieren. Es werden Gedanken kommen und das macht gar nichts. Lasst sie kommen und gehen, aber involviert euch nicht ins Denken, sondern beobachtet, was in eurem Geist passiert, wenn ihr nicht aktiv das Denken übernehmt. Ich werde gleich die Glocke erklingen lassen und dann werden wir alle ganz still. Das heißt nicht, dass es nichts zu hören gibt, aber wir werden versuchen, keine Geräusche zu machen. Atmen wird geschehen und kann hörbar sein. Da tun wir uns keinen Zwang an. Aber ansonsten sind wir Beobachter unseres Geistes. Seid gnädig mit euch selbst, wenn es nicht gleich perfekt ist. Es ist ein Anfang und danach kann es nur besser werden. Nach Ablauf von 2 Minuten wird die Glocke wieder erklingen. Und dann geht es weiter im Programm. Habt eine gute Stille.
euer Interesse geweckt ist, herzlich eingeladen, zu unserem nächsten Meditationstreffen zu kommen. Wir haben draußen eine Liste, könnt ihr eure E-Mail-Adresse hinterlassen, dann werdet ihr eingeladen. Es wird am ersten Sonntag im März sein, um 14 Uhr. Ich möchte das schon mal vorher.